Hallo, hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Jetzt kommt endlich die Fortsetzung vom Video über guten Unterricht. Ich hatte sehr positive Resonanz drauf bekommen. Also ihr habt ganz viele interessante Kommentare geschrieben, sowohl bei Facebook als auch bei YouTube. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und es hat mich auch gefreut, dass ziemlich viele Lehrer meine Videos anschauen. Das höre ich immer wieder. Und ich bekomme da immer sehr positives Feedback, was mich natürlich sehr freut. So, ja. Ach so, genau. Dann, na, vielleicht mache ich ein extra Video dazu. Nein, mache ich erstmal nicht. Also, ich grüße auf jeden Fall ganz, ganz herzlich die Schüler oder Kursteilnehmer von meiner Klassenkollegin Olga, mit der wir zusammen in Riga Abitur gemacht haben, vor vielen, vielen Jahren. Also ich bin ja 18 plus, wisst ihr. Und vor einigen Jahren habe ich Abitur gemacht, das war in Riga. Und die Olga, die, seht ihr, das ist eigentlich kein korrektes Deutsch, wenn ich sage die Olga. Aber Olga ist auch in Deutschland gelandet und ist in Köln. Und sie hat mir letztens geschrieben, dass sie in einem Flüchtlingskurs unterrichtet und dass ihre Schüler meine Videos anschauen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an die Klasse und an die Gruppe von Olga in Köln richten. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, was für ein Video ich für euch machen kann, dürft ihr mir gerne schreiben oder Olga, wenn ihr wollt. Gut, heute geht's weiter mit den Dingen, die für mich wichtig sind für Unterricht. Was bedeutet guter Unterricht? Und das ist immer schwierig, weil Leute, wenn sie die Prüfung nicht bestehen, sagen sie ganz schnell, der Lehrer war schlecht, der Unterricht war schlecht. Und die Lehrer sagen auf der anderen Seite auch relativ leicht, der Schüler hat die Prüfung nicht bestanden, also hat er sich keine Mühe gegeben oder hat nicht genug Zeit investiert oder war nicht motiviert genug und so weiter. Jetzt versuche ich dem auf die Spur zu kommen, was ist eigentlich guter Unterricht? Was bedeutet das überhaupt? Im letzten Video hatte ich, glaube ich, nur ein paar Punkte angerissen, weil ich, wie immer, also typisch Maria, weil ich ewig viel drumherum erzählt hatte. Und heute versuche ich mich auf die Punkte zu konzentrieren, die ich mir überlegt habe. Also, für mich ist wichtig, dass die Schüler Erfolgserlebnisse haben. Was bedeutet ein Erfolgserlebnis? Das ist das Gefühl, dass ich etwas verstanden habe, etwas geschafft habe. Die Schüler, egal in welcher Stufe, sollten nicht das Gefühl haben, dass sie, egal wie viel sie lernen, gibt es immer noch mehr, was sie nicht wissen, als das, was sie wissen. Ihr erinnert euch vielleicht an mein Beispiel mit dem Kreis. Ich habe jetzt keinen Stift hier, sonst würde ich euch. Also, ich zeichne einfach einen Kreis auf Papier, das könnt ihr auch machen. Und dann könnt ihr das so sehen. Alles, was in diesem Kreis ist, ist das, was ihr wisst. Alles, was außerhalb ist, wisst ihr nicht. Das bedeutet, je mehr ihr wisst, desto größer wird der Kreis. Und desto mehr gibt es, was man nicht weiß. Also, es ist eigentlich diese Linie, die den Kreis ausmacht. Sie hat bestimmt irgendeinen geometrischen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt. Diese Linie bedeutet alles, was man nicht weiß. Ja, das heißt, je größer der Kreis, desto länger diese Linie, desto mehr wissen wir nicht. So ist es. Also, Erfolgserlebnisse bedeutet, der Unterricht muss so aufgebaut sein, dass die Schüler immer wieder sehen, wow, das kann ich schon und das habe ich schon geschafft. Und nicht die ganze Zeit, ihr müsst noch mehr lernen, ihr müsst noch mehr lernen. Natürlich müssen wir viel lernen. Ich muss auch jeden Tag etwas dazu lernen und das tue ich auch. Und immer wenn ich mit Muttersprachlern mich unterhalte, lerne ich immer wieder irgendwas Neues dazu. Und manchmal lernen Muttersprachler auch etwas dazu. Ich möchte da keine konkreten Franken erwähnen, aber es gibt da einige, die behaupten, regionale Dialekte seien genauso legitim wie Hochdeutsch. Aber diese Diskussion wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht weiterführen. Gut, also Erfolgserlebnisse. Dann, Moment, ich muss ein bisschen sortieren. Die Schüler stellen viele Fragen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Und wenn ihr mein Video von gestern angeschaut habt, da ging es darum, warum ich meine Arbeit liebe. Und unter anderem habe ich so ein bisschen erzählt, was ich in der Schule getrieben habe und dass ich auf jeden Fall keine perfekte Schülerin war in der Schule, dass ich ziemlich unerträglich war für manche Lehrer, die ich eben nicht so gut fand. Und das habe ich ihnen auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Heute sehe ich das ein bisschen entspannter, aber ich muss sagen, mit 16, 17 war ich da ziemlich radikal. Und wenn ein Lehrer nicht mein Vertrauen und meinen Respekt hatte, dann hatte ich mich da nicht so vorbildlich benommen, muss ich sagen. Ich weiß, man denkt es nicht, wenn man mich so anschaut, aber ich habe eine, naja, ein bisschen wilde Jugend hinter mir. So, dann, also, warum ist es wichtig, dass Schüler viele Fragen stellen? Das zeigt dem Lehrer, was haben sie verstanden, was haben sie nicht verstanden, was soll er nochmal erklären. Das ist ganz, ganz wichtiges Feedback für den Lehrer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, als ich unterrichtet hatte in Kursen, dass es viele Kulturen gibt, viele Nationalitäten, wo es zum Beispiel unhöflich ist, ständig Fragen zu stellen. Und dann hatte ich zum Beispiel eine Gruppe fast ausschließlich aus Vietnamesen, die sich nie, ich weiß nicht, nicht getraut hatten oder jedenfalls hatten sie fast keine Fragen gestellt und ich wusste dann immer nicht, ich habe jetzt so lange erzählt, habt ihr es verstanden? Und dann lächeln sie. Und dann denke ich, ja, bedeutet das, ihr lächelt, das sei alles gut oder lächelt ihr vor Verzweiflung, weil ihr sowieso nichts versteht? Also, Schüler, die Fragen an den Lehrer stellen. Natürlich ist es so, wenn wir jetzt ein bestimmtes Thema besprechen, ist es mir lieb, wenn die Fragen ungefähr zu diesem Thema passen. Weil wenn man ganz verschiedene Fragen in einen Topf wirft, könnte das kompliziert sein. Auf der anderen Seite habe ich früher zum Beispiel auch solche Frage-Antwort-Sessions gemacht, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt kommt eine Stunde, da dürft ihr mich alles fragen, was ihr braucht. Auch wenn das Fragen aus A2 sind oder Fragen zur Prüfungsvorbereitung oder alles Mögliche. Das kann man auch machen. Ihr müsst bedenken, das geht nur bei Lehrern, die eine gewisse Erfahrung haben. Wenn sie zu wenig Erfahrung haben, es ist nicht schlimm. Jeder hat irgendwann mal angefangen und hatte wenig Erfahrung. Das ist ganz normal. Aber ich kann mich erinnern, als ich angefangen hatte, Deutsch zu unterrichten, ich hatte auf viele Fragen gar keine Antworten. Ich wusste nicht, ja, warum ist hier Dativ, warum ist hier Akkusativ, warum ist das so? Inzwischen weiß ich auf die meisten Fragen wahrscheinlich eine Antwort, aber es hat eine Zeit lang gedauert. Das heißt, vor allem wenn ihr junge und nicht so erfahrene Lehrer habt in euren Kursen, bitte seid nachsichtig, seid geduldig und erwartet nicht, dass jeder Lehrer so wie Google jede Frage sofort beantworten kann. Und ich muss sagen, Google beantwortet auch nicht immer alle Fragen richtig, wenn ihr an Google Translate denkt zum Beispiel. Und das war entweder das erste Video, das ich gemacht habe, oder eines der ersten Videos, könnt ihr noch auf YouTube anschauen. Da habe ich erzählt, warum man Google Translate nicht vertrauen sollte. Mit Sicherheit ist Google Translate seitdem besser geworden, aber beim Sprachenlernen ist es immer noch nicht die beste Lösung. Okay, dann gehen wir weiter. Schüler bringen ihre Ideen ein. Was bedeutet das? Das hatte ich ja schon mehrmals erwähnt. Das bedeutet, dass Schüler, wenn sie etwas Bestimmtes interessiert, was auch für die anderen Kursteilnehmer interessant sein könnte, wenn sie Ideen haben, wenn sie zum Beispiel bei Maria in einem Video etwas gesehen haben und dann können sie dem Lehrer vorschlagen, hey, das wäre doch ein gutes Thema für uns. Zum Beispiel, die Lehrer sind auch nur Menschen, kein Lehrer weiß alles und je mehr Leute im Kurs ihr seid, desto schwieriger ist es, Themen zu finden, die für alle interessant sind. Deswegen, wenn zum Beispiel euer Lehrer hauptsächlich mit eurem Buch arbeitet, könnt ihr auf jeden Fall ab und zu vorschlagen, hey, wir könnten doch mal eine Zeitung lesen, wir könnten doch mal rausgehen, wir könnten doch mal, also versucht einfach höflich und ja, in einer Form, die annehmbar ist für den Lehrer, etwas vorzuschlagen. Zum Beispiel, jetzt einfach so spontan, ich habe hier gesehen, in meinem Hintergrund steht das Buch von Bilal, das ist die Humus Evolution.
Das ist ein veganes Kochbuch. Und also hier seht ihr schon ein paar Fotos. Bilal kommt aus Syrien, lebt in, jetzt muss ich nachdenken, irgendwo nicht weit von Berlin war das, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Könnte Marburg gewesen sein. Genau, ich zeige euch mal irgendein Foto. Nein, ich zeige euch zuerst das Foto von Bilal. Das ist der Bilal. Und ich hatte schon mal ein Video gemacht über seine Bücher und ich hatte schon mal eine Verlosung gemacht und ich habe schlechtes Gewissen, weil ich ein Buch immer noch nicht verschickt hatte. Da kann sich bitte die junge Dame, wenn sie dieses Video sieht, nochmal melden. Ich befürchte, ich finde ihre Mail nicht mehr, wo sie mir ihre Adresse geschickt hat. Genau. Ja, also das ist auf jeden Fall das Buch von Bilal, das ich ganz fantastisch finde, weil es einfach sehr lecker aussehende Fotos hat und es zeigt, dass in der syrischen Küche auch jede Menge vegane Gerichte sind. Ja, also das war jetzt das Beispiel dafür. Ihr könntet zum Beispiel im Unterricht auch Kochrezepte besprechen oder einen Artikel aus einer Fitnesszeitschrift oder irgendwas, was euch interessiert. Da müsst ihr schauen, was interessiert euch. Ich kann es für euch nicht entscheiden, aber in jedem Kurs finden sich bestimmt ein paar Themen, die besonders spannend sind und die jetzt nicht aus dem Lehrbuch kommen, sondern vielleicht etwas aktueller sind. Gut, dann, oh, was in meinen Kursen immer sehr wichtig war, man hat oft etwas zum Lachen. Das bedeutet, Schule ist wichtig und Schule ist eine ernsthafte Angelegenheit und Prüfungen sind eine ernsthafte Angelegenheit. Aber man kann eigentlich auch langweiligen Stoff, wie zum Beispiel deutsche Grammatik, viel besser ertragen, wenn man dabei ab und zu Humor einbaut, wenn man lacht, wenn man, also in meiner Erfahrung, ein Kurs, in dem viel gelacht wird, ist auch erfolgreicher als ein Kurs, wo alle ernst sind wie auf einer Beerdigung, weil Schule ja etwas Ernstes ist. Also man kann zum Beispiel auch Witze im Unterricht lesen, man kann vergleichen, welche Witze sind in eurer Kultur bekannt, beliebt und lustig, welche Witze sind in Deutschland bekannt. Ich komme zum Beispiel mit vielen Aspekten des deutschen Humors nicht so wirklich gut klar. Wahrscheinlich bin ich eher von der Mentalität mehr russisch. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Thema für den Unterricht. Ich glaube, dieses Thema hatte ich auch mal vorgeschlagen für unsere Skype-Konversationen. Die Skype-Konversationen in meinem Online-Kurs, die könnt ihr ja auch als externe buchen zum Beispiel, kostet auch nicht so viel Geld. Das sind immer Diskussionen in einer Gruppe. Es gibt immer ein Thema, das an die Prüfungen angelehnt wird und dann wird darüber diskutiert. Der Lehrer gibt Tipps, gibt Hilfestellungen und korrigiert auch die Fehler der Sprecher. Also, das ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist in meinem Online-Kurs und die auch manche Leute jetzt inzwischen nutzen, die nicht im Kurs sind, aber sie buchen das extra und sie nehmen dann nur an den Skype-Konversationen teil. Und da wurde zum Beispiel sowas diskutiert, da haben wir Unterschiede zwischen Mann und Frau, also die unterschiedliche Denkweise zum Beispiel diskutiert und verschiedene kulturelle Aspekte und alles Mögliche. Also, da gibt es so viele verschiedene Themen. Und es wird auf jeden Fall nie langweilig. Ja, dann machen wir weiter. Also, das ist ein ganz einfaches Kriterium. Man schaut nicht ständig auf die Uhr. Ständig bedeutet die ganze Zeit. Ständig auf die Uhr schauen ist so, ja, es ist alles sehr interessant, aber wann ist endlich die Pause? Wann kann ich meinen Kaffee trinken? Der gute Unterricht passiert dann, wenn der Lehrer sagt, Leute, jetzt ist Pause und die Schüler sagen, warte, warte, ich muss das jetzt noch zu Ende machen. Das ist guter Unterricht, wenn die Schüler oder die Kursteilnehmer vergessen, dass sie eigentlich eine Pause machen wollten. Es ist ein einfach überprüfbares Kriterium, aber ich finde, es ist wichtig. Ja, das ähnliche Kriterium ist, man hat keine Zeit für Facebook. Ich weiß nicht, wie das bei euch in den Kursen ist. In manchen Kursen, also in denen, wo ich unterrichtet hatte, hatten wir die Handys nicht verboten. Wir hatten gesagt, naja, ihr benutzt Handys als Wörterbuch zum Beispiel. Aber es hat mir auch nicht gefallen, wenn ich etwas erzähle und
Vor mir sitzen fünf Leute, die eindeutig in WhatsApp oder Facebook Messenger oder sonst wo schreiben. Das finde ich unhöflich und unschön und letztendlich verbringt der Lehrer seine Zeit damit, euch etwas zu erklären und beizubringen. Und wenn ihr gerade auf Facebook seid, auch wenn ihr Marias Facebook-Seite anschaut, also es freut zwar Maria, aber für den Lehrer ist es nicht so schön. Genau, also das ist auch so ein Kriterium. Facebook könnt ihr ja vor dem Unterricht, nach dem Unterricht und in der Pause anschauen, aber während des Unterrichts ist das keine so tolle Idee. Das ist noch vielleicht eine wichtige Sache. Der Lehrer weiß nicht alles. Der Lehrer ist kein Gott. Der Lehrer kann auch Fehler machen. Und es ist absolut in Ordnung. Und das ist jetzt ein Tipp für beide, für Lehrer und für Schüler. Für Lehrer ist es absolut in Ordnung, auf eine Frage nicht antworten zu können. Es gibt so viele Fragen und so viele Schüler. Und es kann sein, dass man manchmal nicht spontan die Antwort weiß. Und dann. Was ist die mögliche Reaktion drauf? Wenn es ein guter Unterricht ist, wenn es eine freundliche, freundschaftliche Atmosphäre ist im Kurs, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn der Lehrer einfach sagt, ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich schaue es nach und ich sage es dir morgen. Oder ich schaue das in der Pause nach und ich sage es dir nach der Pause. Das, finde ich, ist ein guter Umgang mit solchen Fragen. Was ich nicht gut finde, wenn der Lehrer, der Angst hat, irgendwie sein Gesicht zu verlieren, sagt, das ist nicht wichtig oder das musst du wissen oder das passt jetzt nicht zu diesem Thema. Solche Sachen. Ich finde, die Geräusche, die ihr hört, das ist Sherlock, der die Reste von einem Zettel ist. Ja, also auf jeden Fall, der Lehrer weiß nicht alles und es ist auch okay so. Niemand weiß alles, niemand, der, also egal welchen Beruf er ausübt, es kann Lehrer sein, es kann irgendwas anderes sein. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmte Berufe gibt, wo das vielleicht wichtiger ist, fast alles zu wissen, aber auch ein, ich weiß nicht, ein Chirurg zum Beispiel weiß nicht alles und das sollte den Patienten nicht beunruhigen. Es ist okay. Also wir sind alle da, um zu lernen und das machen wir. Gut, dann, und ich glaube, ja, okay, das war eigentlich was Ähnliches. Der Lehrer gibt seine Fehler zu. Das ist auch in Ordnung. Zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Fall, da hat eine Freundin und Kollegin von mir einen Fehler gemacht, als sie eine Tafelanschrift gemacht hat. Also sie hat etwas, eine Tabelle, das war, glaube ich, Adjektivdeklination oder so, sie hat einen Fehler gemacht, eine falsche Endung geschrieben. Und sie hat es gemacht, weil sie wahrscheinlich zu aufgeregt war, das war ihr erster Kurs und, ne? Und sie ist super kompetent, sie hat Germanistik studiert, sie hat mehr Germanistik studiert als ich. Und die Gruppe hat aber gedacht, okay, das ist inkompetent. Sie haben das abfotografiert, die Tafelanschrift, haben sich beschwert. Und es war eine sehr unschöne Geschichte. Und die Kollegin und die Freundin von mir war dann sehr traurig. Und ich habe gesagt, du mach dir keinen Kopf, geh am nächsten Tag in die Klasse und sag, tut mir leid, das war ein Fehler von mir. Ich war nicht aufmerksam und also. Ich finde das nicht tödlich. Auch Lehrer machen Fehler und es ist in Ordnung. Es stirbt niemand, wenn ich die falsche Adjektivendung an die Tafel geschrieben habe. Aber auch so als Schüler gedacht, natürlich ist es nicht gut, wenn man etwas Falsches von der Tafel abgeschrieben hat. Aber das kann passieren. Das ist so. Menschen sind Menschen. Menschen machen Fehler. Deswegen würde ich euch sehr stark empfehlen, nicht eure Lehrer zu mobben, wenn sie Fehler machen. Denn Lehrer sind auch nur Menschen und letztendlich wünscht ihr euch das auch, wenn ihr in einem Beruf arbeitet und ihr macht einen Fehler, egal ob ihr jetzt als Bäcker oder Metzger oder Postbote arbeitet. Jeder kann einfach mal einen Fehler machen und es ist nicht so schlimm. Gut, jetzt bin ich leider unsicher, welche Punkte ich schon abgeklappert hatte. Hatte ich das schon erzählt? Pläne sind da, um Ausnahmen zu machen.
Ich glaube schon. Also es geht darum, dass wenn ihr zum Beispiel mit dem Buch arbeitet, klar, es gibt Lektion 1 mit einem bestimmten Thema und Lektion 2 und 3 und 5 und so weiter. Aber man kann eine Ausnahme machen und etwas anderes machen und das macht nicht den ganzen Lehrplan kaputt. Ich erzähle immer so gerne die Geschichte, wie ich mit meinen Schülern Rammstein und ähnliche Bands im Unterricht gehört hatte als Hörverstehen. Ich erzähle euch ja immer wieder, dass Rammstein gut ist zum Üben von, also zum Hörverstehen, weil Till Lindemann, der Frontsänger, eine wirklich sehr deutliche Aussprache hat. Und das ist nicht typisch für Sänger. Und meine damalige Chefin fand es nicht gut. Sie hat gesagt, mach bitte normalen Unterricht. Hör nicht immer Rammstein im Unterricht. Tja, seht ihr, wo bin ich jetzt? Also, wir hören zwar keinen Rammstein hier mit euch, das hat aber mehr Copyright-Gründe. Aber im Prinzip bin ich der Meinung, der Lehrer darf für seinen Unterricht alles verwenden, was er für richtig hält. Wenn es notwendig ist, Schokolade mitzubringen, um irgendein Thema zu erklären, soll er das machen. Wenn es notwendig ist, Theater zu spielen oder wenn es notwendig ist, ein Känguru ins Klassenzimmer zu bringen, dann sollte man ein Känguru ins Klassenzimmer bringen. Also warum eigentlich nicht? Ja, ich glaube, die anderen Punkte hatten wir schon alle. Also, wenn ihr Fragen noch habt zum Thema, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Unterricht, zum Thema guter Unterricht, wie kann man Sachen besser machen? Wenn ihr Lehrer seid und ihr wollt einfach ein paar Tipps, ich bin natürlich nicht die höchste Instanz und Guru schlechthin in Sachen Unterricht, aber ich kann euch Tipps geben aus meiner Erfahrung. Schreibt mir einfach eine Mail und dann kann ich schauen, ob ich euch ein paar Tipps geben kann. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Ich sage das einfach nicht oft genug, aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, für euch Videos zu machen. Ciao, ciao.